Jo, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu einer Folge Minecraft Mage mit dem Balui wieder. Hallo, Fabio, ich bin Balui. Haha. Ich gehe direkt auf den Server. Jo, los geht's. Wenn es klappt. Perfekt. So. Diesmal hoffentlich kein Castcrafter und Debitor drauf, die mich killen. Wirkst du umgebracht? Ja. Ja, das tut mir aber leid. Also, vielleicht snipen die uns ja, aber ich hoffe nicht. Nein. Oh, die sind so nett. Oh, es ist Nacht. Ich habe in meiner letzten Folge ein bisschen Seelenwillen gefangen. Monsterwillen. Ah, nein, ich wollte nicht schlafen. Nein, ich brauchte ja in die Nacht. Ich muss Monster töten. Das war ja ganz vergessen. Ich bin drauf. Ach, du brauchst ja immer eine halbe Stunde länger. Ja, das liegt glaube ich, an meinem PC. Ich weiß auch nicht. Bitte nicht Tag machen gerade. Ich musste dann nämlich noch ein paar Monster mit meinem. Wow, das macht ja richtig viel Schaden. Nicht! Huch, was ist denn das da? Hellfire Forge. Das ist meine. Ah, ja, um cool, Willen der. Ach, es wird schon gerade Tag. Scheiße. Um den Willen der Dämonen einzufangen hier, der Monster. Ja, nice. Und ich guck jetzt mal, wie ich meinen Besen machen kann. Ja, Besen. Willst du sauber machen bei uns? Das finde ich cool. Ja, ein bisschen. Einer, der sich ein bisschen bemüht um so Base. So. Oder ist das gar nicht deine Intention hinter dem Besen? Wer weiß. Ich habe gehört, Max fegt unsere Basis. Ich finde das echt gut. Dafür könnt ihr mal bei ihm vorbeigucken und ihm Daumen nach oben da lassen und sagen, super machst du das, schön, dass du sauber machen möchtest. Wenn das sonst schon keiner macht. So, ich brauche... Ich meine, Besen, Alter. Ich brauche drei Federn. Haben wir drei Federn? Bestimmt. Dann mache ich mir jetzt einen Besen aus Federn. Federn. Beziehungsweise du weißt, dass das eher so aus Reisig und Stroh besteht und so. Ja, aber man kann diesen Besen die Teile aus verschiedenen Sachen machen und je nachdem kann man schneller fliegen, besser manövrieren und so. Oh mein Gott. Oh, da will jemand gekillt werden. Ich brauche den Besen. Oh mein Gott, ich muss den Besen machen. Nein. Oh, Katze. Oh nein. Ich gehe wieder. Peace. Bye, ich gehe wieder. Tschüss. Also ich habe Besen. Federn. Da kommen die Bösen. Ja. Das Schlimme ist, Katze hätten wir jetzt snipen können, aber. Flocke hätten wir snipen können, Katze ja, aber nicht. Nee. Wir sind nicht so arschig. Also ich zumindest nicht. Ich verstehe mich mit Katze halt gut und da will ich kein Theater machen. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Na super. Du willst eh nur Flämmchen töten. Du willst eh nur Flämmchen grillen. Böse Katze. Ich mache jetzt ein Dark Gem Cap, dann kann ich nämlich Dings machen. Dann kann ich Leute einfach mit dem Besen umrennen und die kriegen Schaden. Ah, okay, cool. Das ist mega witzig. Hier hast du eine. Willst du mal wissen, wie so ein Dämonenwille aussieht hier? Ein Wille einer Dämone. Das ist wie ein ausgeschlagener Zahn oder so. What? Was macht man damit? Damit craftest du Sachen in der Hellfire Forge, weil du hast hier rechts okay. so ein, das ist so wie so ein Brennstoff sozusagen, würde ich sagen. Damit kannst du dann halt ermöglichen, dass Krass. Du Zeugs craftest, wie zum Beispiel halt automatische Rohre, denn ich kann automatische Transportrohre bauen. Die aber, weiß ich nicht, ob die nicht nur für Blood Magic funktionieren oder ob die auch für alles andere funktionieren. Mhm. Ich finde das cool, wenn es sowas für Player gibt, wo du dich einfach so reinlegst, dann wirst du irgendwo hingeschossen. Oh, das wäre cool. Das stimmt, so Transportröhren, witzig. So ein bisschen wie in Metroid Prime und so, ne? Genau. Wo kriege ich denn jetzt Sturdiness? Nein. Ich muss aber eine Routing. Ich teste das jetzt. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Glas, Stein, Redstone und Glowstone, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Glas habe ich, Stein habe ich. Redstone habe ich, aber Glowstone nicht. Ich muss ein mit Quarz. Oh, ich brauche. Habe ich noch irgendwo zwei Quarz? Hast du zwei Quarz? Blöcke habe ich ja. Oh. Weil ja sonst das Flypad nicht mehr fliegt. Nee, ich glaube, ich habe Quarz. Ich könnte einfach deinen Altar bauen. Nein, das wäre also auch. Also, dein Block kannst du wieder haben, danke. Achso. Wo ist er jetzt hin? Ach, da. Danke, Abin. Okay. Wir haben irgendwie kein Redstone oder sonst was. Irgendwie an Erzen haben wir echt nicht viel. Die ist unendlich Erz, also da war ich ja noch nicht. Redstone hab ich. Glaube ich. Ja, hier ist nichts mehr da. Hier. Brauchst du es auch nicht? Nö, gerade nicht. Okay, dankeschön. Wie mache ich jetzt diesen Bear Rod.
Wie mache ich den jetzt? Manövrierbarkeit, wenn ich schlecht. Bone. Habe ich gesagt, ich wollte Redstone. Ich wollte gar nicht Redstone, ich wollte Glowstone. Oha. Ich mache einen Blaze Rod. Oh, haben wir zwei Blaze Rods? Wenn wir das haben, das wäre OP. Das wäre krass. Das muss ich jetzt mal gucken. Da wird jetzt einfach geklaut bis zum geht nicht mehr. Da habe ich keine Rücksicht. Was hast du dann davon? Da geht's richtig ab oder was? Also da habe ich Speed 200 plus, wenn ich einen umrausche, wird der entflammt. Ist klar. Och Mann, ey, keiner hat Blaze Rods. Blaze Powder war noch nicht super. So. Nee, keine Blaze Rods, schade. Nö. Doof. Dann muss ich was anderes nehmen. Das ist nicht doof, das ist fies. Hast du das ja noch nicht kapiert? Speed, immer fies. Ich will halt die Manövrierbarkeit. Scheiße, ich muss das Wasser tiefer setzen. Kommt da wieder raus, ihr blöden Creeper. Undead Rod. Ach, guckt euch das an, was hab ich denn da gemacht? Undead Rod. Undead Rod wäre halt auch OP. Nicht so krass, aber schon. Oder ich mache einen Bone Rod. Und dann hast du richtig krasse. Was ist nochmal Acceleration? Weißt du das? Das heißt, Acceleration heißt sowas wie. Ist das nicht die Beschleunigung? Das kann sein. Oh, dann nehme ich, glaube ich. Oh, dann nehme ich den Bone Rod. Wie machen wir jetzt mit zwei Bones? Wir haben 10 wieder. Zwei Pipes kann ich schon bauen. Komm. Ich brauche noch ein paar Mobs, kommt mal hier runter. Eins. Ich komme euch sonst da hoch. Wie viel Aufnahmezeit hast du eigentlich diese Woche noch? Ich habe nämlich gemerkt, dass ich noch viel zu viel habe. Wie mache ich nochmal? Playtime. Playtime. Und ich habe jetzt noch 78 Minuten. 18 Minuten? Oh. Da wird es für dich ja schon schwierig, für Montag eine Folge aufzunehmen. Die kannst du ja nur Montag aufnehmen. Wir machen jetzt einfach eine schöne Aufnahme von 15 Minuten oder so, und dann habe ich noch Zeit. Nee, du hast 18 Minuten, hast du gesagt. Das, Jetzt insgesamt, ja. Noch. Aber wir nehmen ja schon seit 8 Minuten auf. Also. Ja, und ich dachte, ich nehme eine halbe Stunde auf, weil ich meine Zeit noch loswerden muss. Kannst du ja. Ja, naja, aber guck, jetzt erstmal noch ein paar Monster. Könnt ihr die jetzt mal kommen? Da hinten ist was. Da, ich hab's gehört. Ah, das ist 50. Ihr seht, dass da hinten Monster gespawnt sind, die da nicht hätte spawnen dürfen. Mann, das nervt mich voll, dass meine Mobfarm unter der Erde nicht funktioniert. Ich mach doch mit Undead Wood. Geh da jetzt mal rüber, ich will wissen, was da ist. Warum da Monster spawnen. Kann ja nicht zulassen, sowas. So, mein Besen ist... Mein Broom ist fertig. Max hat einen Besen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann ich die Base fegen. Ja. Wie sieht denn? Der sieht schon geil aus. Der sieht schon geil aus. Jetzt muss ich ihn aber noch hier mit Blut infusion. Und dann kann ich hoffentlich fliegen. Jetzt müsste ich eigentlich fliegen können. Lol. So. Hab was gefunden unter der. Oh mein Gott, ist das geil. Aber der ist irgendwie. Warum ist der so langsam? Ah, jetzt kann ich. Der ist irgendwie voll langsam. Warum ist der langsam? Ja, ich brauche einen Blaze Shot, der macht ihn schneller. Hui! Oh Gott, ist das geil! Was zur Hölle? Ich fliege auf einem Besen. Cool. Das ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Das hat sonst keiner. Nein. Hey, jetzt spawnen die ganzen Monster! Ich bin Bibi Blocksberg, ey. Ich meine, das ist gut, damit ich jetzt hier meine Wilde voll kriege, aber es ist schlecht, wenn ich hier... hätte ich hier meinen Altar einbauen sollen. Jetzt spawnen die ganze Zeit Monster und ich habe hier keinen Monster-Spawner. Okay. Interessant. Boah, das macht so Fun. Ist es besser, als anders zu fliegen? Ja, weil, also... Ich glaube, es ist auf jeden Fall schneller als ein Chocobo, aber du fliegst halt dahin, wohin du guckst. Ja.
Ja, so fliegt man ja mit Flämmchen und mit den Drachen halt auch. Ne? Okay. Ja, nee, warte, tue ich das? Und wenn du sneakst, ja. Steigst du halt ab. Das heißt, hoch in der Luft nicht sneaken. Na gut, ich habe ja eh... Ja, das ist ja mit den Drachen genauso. Wie viel verbraucht denn das eigentlich? Oh, das, Leute, müssen wir noch umbauen, aber ich glaube, wir haben jetzt, wie viel haben wir? Das verbraucht überhaupt nicht viel, ist das geil. Du hast einen Verbrauch an Blut, oder was? Ja, genau. Ach so. Das ist ja mal nice. Geil. Ich hab einen Besen. Sollen wir mal zur Katze und Flocke rüberfliegen? Aus Spaß? Ja, nichts wir, tun. Wir können sie mal besuchen. Aber ich weiß nicht, ob sie, also, wir könnten es ankündigen, dann haben sie keine Angst. Ich frag mal. Aua. Ein bisschen das neue Werkzeug präsentieren. Ja, das ist gut. Komm, sollen wir mal ausprobieren, was schneller ist, mein Besen oder dein Drache? Ja, können wir machen. Ich sehe nur gerade halt, ich brauche wirklich mindestens 500 Wille in meinem Werkzeug, damit ich das automatisieren kann. Das ist doch nicht in Ordnung, Mann. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, warte, dann muss ich aber eben ganz kurz ein bisschen Platz schaffen in meinem Inventar. Ich habe Zeugs dabei. Ich muss eigentlich mal mein kleines Dings hier leerräumen. Ich weiß halt nicht, wo sie sind, ne? Also deren Bases. Warst du das schon mal? Die sind was nochmal? Gute Frage. Grün? Was? Grün gibt's nicht. Du hast es erfasst. Ich glaube, die sind statt rot, glaube ich. Rot habe ich. Ja, rot habe ich. Ich habe halt noch nie bei denen mich mal umgeguckt. Komm, Flämmchen. Ein Flug mal. Oh, da war Spawn. Oh, war rot. Da war rot. Ja, doch, rot habe ich, glaube ich. Ja, dann. Du darfst vorfliegen. Ah, Leggy. Okay. Sieht schick aus, Max, Alter. Ich finde das mega gut. Warte mal, wir müssen in die Richtung. Och, Mann, ey, mit dem Blaze Rod Stick wäre ich viel schneller. Ja, du wolltest doch wissen, wer schneller ist. Ich. Nein! Du darfst nicht vergessen, wie mächtig Flämmchen ist. Ja, stimmt. Ich meine, es ist ja auch ein lebendes... Ein lebendes Theo Lebewesen? Nee, das war jetzt doppelt gemoppelt irgendwie. Es ist ein Lebewesen, das kannst du mit Peitsche antreiben. Ich sehe auf jeden Fall, jetzt geht's wieder. Ich sehe auf jeden Fall das, was Basti mal gebaut hat, als er bei Stadt Rot war, um den Chocobo in Sicherheit zu haben. Ah, okay, ja. Ich drück mal J. Ja. Okay. Ja, so, ich bin da. Sag nochmal die Koordinaten. 880 und minus 67 bin 808. Ich. Was zum Geier, du hast mir vorher was ganz anderes gesagt. Du hast mir minus 39 mal irgendwas gesagt. Nein, das minus 39 war das andere. War Z. Das okay, habe ich auch gesagt. Ich trage mir die jetzt ein. Ich finde das sonst nicht. Also nochmal Waypoint. Sag nochmal. New. Also mach mal. X, minus? Nee, ja, X. X war, ich sag mal, 920. Ja. 920. Und Z war minus 30. Minus 30. So, statt. Rot. Safe, close. Aber ich glaube, wir sind nicht daneben. Da. Oh, da macht jemand Botanie. 1000 Blöcke daneben, Mann. Erfolgreich daneben geflogen. Sehe das bei nicht denen da ist sind? Übel neblig, ey. Es ist, glaube ich, gerade einfach das Wetter. Ja, das kann sein. Aber ich muss aufpassen, dass ich noch genug Blut habe, um zurückzukommen. Stimmt, bei dir könnte es sonst eng werden. Hast du ein Cloudpad dabei?
Klar, aber da kriegst du nicht mehr, nachdem du letztes Mal schon so unfähig warst. Bist du eigentlich mittlerweile in der Einhornwelt gewesen? Nein. Immer noch nicht geschafft? Nee, ich hab's nicht probiert. Ach so, okay. So nötig hab ich's dann auch nicht. Also der Entwaffnungszauber ist schon nicht schlecht. Upsa. Ey, so viel verbraucht das Ding gar nicht, krass. Oh, Skate. Und da ist Skate. Ist Skate auch rot? Ja, theoretisch sind die alle rot. Oder sie sind halt alle... Ja, aber rot ist ja keiner hier. Oder waren die nicht rot? Bin ich sicher, sind die nicht rot? Nein, die sind nicht bei Debitor, oder? Nein, ist das hier Debitor? Ja, das ist Fail. Debitor. Super! Hast du noch die Koordinaten von nicht rot? Nein, von blau habe ich nicht. Aber das kann man rausrechnen. Warte, wir müssen nur noch beim Map gucken. Also, die ist, müsste einmal irgendwo, also im Dreieck ist das ja aufgebaut. Ja, genau. Das heißt, irgendwo Spawn haben wir ja. Aber so viel Zeit habe ich nicht mehr. Tja, dann musst du leider gehen, dann gehe ich da alleine. Ja. So, warte, Home Sweet Home, wo ist denn der Spawn? Schade. Hast du den Spawnpunkt für mich? Den Spawnpunkt? Ich glaube, das hier war der. Den müsstest du eigentlich sehen. Das ist dieser Kreis in der Mitte. Ja, das ist dieser Krater, ne? Nee. Wenn ich jetzt mit der Maus hier bin bei minus 4, minus 40, also fast 0, minus 0, 40, ne? Ja, müsste glaube ich fast 0-0 sein. Jo, das ist der Spawn. Ja, naja, minus okay, 40. Aber ich werde mich jetzt muten. Ja, mach das, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, genau. Ich muss meine ganze Aufnahme. Hier noch viel Spaß. Dankeschön. So, rot. So Leute, das war jetzt ein bisschen Fail. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Ich habe nämlich nicht mehr viel Zeit dann für die Folge am Montag, da bin ich aber selber schuld. Aber jetzt habe ich wenigstens das, was ich haben wollte. Und ja, falls es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben geben, Kommentar schreiben und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder am Montag. Mit einer sehr kurzen Folge. Ich weiß noch gar nicht, was ich da machen soll. Mal gucken. Wahrscheinlich reicht es nur, um wieder nach Hause zu gehen. Oder vielleicht campe ich einfach jemanden ab von Stadt Rot. Wer weiß. Ich glaube, das mache ich. Ich versuche einfach für diese Montagsfolge jemanden von Stadtrot abzucampen. Oder einfach on zu kommen, wenn die on sind. Das wäre lustig. Naja, bis dann und tschüss.